Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall mit mir, der Steffi, DSAD, Vaske und Kurt haben wir dabei. Wir sind letzte Mal im San Mateus angekommen, haben den guten Herbert hier angesprochen. Jetzt gehen wir irgendwie, wir wollten ins Untergeschoss, denn dort sind ganz viele Fragezeichen. Hier kann man nur nach oben, da. Und einfach mal gucken, was uns da so erwartet, ne? Weil Fragezeichen müsste man immer gehen hier so durch, also geradeaus, links, und dann sind da zwei auf jeden Fall. Hatte ich nicht drei gelesen oder habe ich die drei schon aufgedeckt? Naja, was soll's. Es müsste dann hier sein. Oder ist das hier? Ja. Hi. Weitermachen. Hallöchen. Wie gruselig seid ihr in San Mateus? Greetings. How are you? Ihr seid gruselig, ihr steht hier einfach nur rum. Ja, und die nicht. Ist denn hier irgendeiner? Good day. Greetings. May the word of St. Matthias guide you. Kann man auch nicht, aber hier sind doch Fragezeichen gewesen. Groschenarena? Nee, wir haben hier nicht schon wieder eine Arena, ne? Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Nee, wir Arena jetzt nicht. Hier haben wir ein neues Serien gemacht, die machen wir jetzt zumindest hier nicht. Nein, das tun wir nicht. Wartet mal. Ja, da war ja das Fragezeichen. Oder hat das Fragezeichen uns jetzt einmal rumgeführt, praktisch. Und hier waren wir auch nicht, ne? Naja, müssen wir jetzt auch nicht. Das sind ja, die Gebäude sind ja genauso, wenn es jetzt keine Quest ist, die sind ja so wie die anderen in Neu-Seren. Ne, da machen wir ja nichts. Da ist ja nichts. Was ist denn da? Haus von Inquisitor Claudius. Gehen wir mal nach Claudius. Hier? Zeig mal, hier? Ne, hier. So, Inquisitor Claudius, hier. Natürlich haben wir keinen Schlüssel. Kann man hier rechts durch? Ja. Und da war doch... Was ist denn hier? Hafenamt. Oh, ein Hafenamt. Ja, Hafenamt klappern wir nochmal ab. Wir haben ja Vasco dabei, ne? Hier müsste das sein, ne? Hello, my lady. You are from the congregation, are you not? Indeed. Desardé. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Thanks. I've got everything I need. Okay, also wieder raus. Hier dürfen wir, glaube ich, sowieso nicht drin sein. So, warte mal, wir haben hier eine... Ach ja, gut. Wir gehen jetzt hier rechts und dann versuchen wir das Fragezeichen zu erreichen. Also ich gehe davon aus, dass Neue Seren jetzt fast in einigen Jahren oder Jahrzehnten so aussehen wird wie das jetzt hier. Aber man muss auch mal sagen, dass Menschen auch sehr schnell im Bauen sind, ne? Wenn sie so neue Kolonien und so. Ne? Er sitzt hier, guckt sich das alles an. Kann ich verstehen. Finde ich auch schön. Komm hier runter? Ja. So, irgendwo da vorne war was. Aufs Schiff kommt man, glaube ich, nicht.
So, jetzt waren wir auch mal im Hafen. Boah, sieht das toll aus. Schade, ist zu dunkel für. Boah, das sieht so toll aus irgendwie, ne? Oh, ich muss einmal rum. Moment, hier rum, ne? Ah, okay, aber hier dürfen wir, glaube ich, nicht rein. Oder doch? Das ist ein Lagerhaus. Ich weiß gar nicht, ob wir hier sein dürfen oder nicht. Naja, wir haben ja auch keine Aufgaben, ne? Und in diesem Spiel ist es echt, in diesem Spiel ist es echt so, wenn man keine Aufgaben hat, dann... Wir machen das auch nur frei, ne? Jetzt gehen wir hier noch hin, da, und dann haben wir ja schon die Hauptquest. Und dann ist ja hier alles aufgedeckt. Dann habe ich, haben wir das erledigt. So, jetzt müssen wir wieder zurück irgendwie finden. Ja, hier nicht. So, da. So. Ja, aber es ist auch schön, mal so rumzulaufen und einfach mal nur zu gucken, was es hier so alles gibt. Da kommt man eh nicht hoch. Hier käme man hoch. Guck mal. Oh, kommt man gar nicht runter. Okay. Dachte, man käme. Oh, käme man. Kommt man. Naja. So. Und wir gehen jetzt einmal hier lang. Fertig. Wie kommt man ins Wasser? Aber wahrscheinlich eh nicht richtig, ne? Aufs Schiff kommt man sowieso nicht. Aber hier ist noch ein Kapitän. Your Excellency. Ausguck. Captain Vasco, what fair wind brings you here? I must leave you. Ah, aber schön, dass wir das mal mitgenommen haben. Ich komme eh nicht aufs Schiff, ne? Oh, nein. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller wieder. So, aus dem Weg, aus dem Weg. Heiß und fettig. Alle weg. So, ne, Moment. Doch. Hier, ne? Also wir müssen geradeaus, links und dann rechts. Oh. Rechts die Gasse rein. Dann. Praktisch so und hier die Gasse rein. Schups. Ja, und dann immer geradeaus. Oh. Vorher nochmal sowas mitnehmen. So. Da. Oh, das ist wie so ein Vorhof, ne? Oh, was ist hier? Eine Bücherei, oder was? Hallo? Oh, hier kommt man gar nicht hoch. Aber hier ist auch keiner. Was soll hier sein? Moment, wir gehen mal raus. Und dann lese ich nochmal, was hier war. Also hier ist Geschäft des Geldverleihers, die Elster. Okay. Jetzt müssen wir versuchen... Viertel des Ordo Luminis. Okay. Wie kommen wir da lang? Erstmal, wie kommen wir hier raus? War, glaube ich, hier, ne? Ordo Luminis hier und dann irgendwie... Genau. Oh, guck mal hier. Hallo. Irgendwo hier hinten. Oh. Ja.
Renounce your gods! Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy. Welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Inquisitor? You. You wear the mark of the impure pagan cult of the natives. I am Inquisitor Aloysius, and by authority of my title, I order you to explain yourself. The mark on my face is by no means impure. You are walking on thin ice, and are close to committing a grave diplomatic error. Diplomacy? If the truth of the Enlightened is obscured, then our relations are tainted and of no value. Answer my questions, or receive the punishment reserved for heretics. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Gott sei Dank. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands this time. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again. Ich denke auch. Be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, and judged. Gott sei Dank hatten wir da 100%, denn ich würde mich jetzt ungern. Er ist. Kann man nochmal mit ihm reden? Nein. Er ist verbrannt schon. Naja, wir wollten auf jeden Fall hier rein. Nee, Luminus, wo war denn die Tür? Jetzt ganz bescheuert. Ein, zwei Häuser noch weiter. Aber was ist denn? Hier oder noch höher? Ich sehe. Okay. Ich habe Licht an, aber irgendwie... Oh, hier. Geheimraum. Naja, nicht wirklich, ne? Okay, werden hier Leute festgehalten, oder was? In einem... An einem heiligen Ort, Haus, wie auch immer. So, dann gehen wir nach oben. Aber ich glaube, da oben ist nur... Ist nur dieser Balkon, wo wir gerade drauf geschaut haben. Ist niemand, ne? Sonst. Keiner hier? Ja, ich sehe, es sind wirklich diplomatische Überzeugungen, was den Glauben betrifft. Das regeln die hier diplomatisch, ne? Also das ist hier, das ist, ne? Also wir wollen nicht, dass das irgendwie anders
kommuniziert wird, sondern wir haben es gerade gesehen. Das sind alles nur Hilfsmittel, die etwas leichter sind. Ne? Also ja, so, da ist noch eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Oh. Alles so hoch. Aber keiner da, ne? Na gut. Oh, im Moment tun wir wirklich, oder ich spiele im Moment echt so, dass ich nur noch Erkundungen mache erstmal. Das ist echt heftig, ne? Aber was soll ich machen? So, jetzt sind wir aber am Ziel angelangt. Wir haben alles aufgedeckt. Und deswegen gehen wir jetzt auch zur Gouverneurin, wenn die uns reinlassen. Ja. Aber schön hat sie es hier, ne? Also die hat... Was? Hope that your underwear is clean. It seems like you do not hold the priests of Teleme in high regard. It's mostly that I do not trust them. They're hot-headed. You did a good job. Danke. Oh, das sieht doch schon wirklich mega aus, oder? Am Horizont noch so ein Schiff. Oh. Wenn das kein Thumbnail ist, weiß ich auch nicht. Es ist, glaube ich, eigentlich müsste man schlafen gehen, aber gut, wir gehen jetzt erstmal nach rein. So. Young lady. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin. And I'm accompanying him on his mission to Tirfredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young girl. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Na, wie er sich freut, ne? Also haben wir ihn jetzt als Begleitung dabei und können uns jetzt in den anderen Räumen nicht umsehen. Das ist blöd. Denkt man, das ist auch wieder oben, ne, wo wir hin müssen. Ja. Tatsache. Aber dann können wir uns auch mit ihm hier nochmal umsehen dann, ne? Nach den Fragezeichen. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I congratulate you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse. And we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully. A horrifying demon. What a fortuitous coincidence. A practical excuse for sending the Inquisition out to set the island ablaze. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter,
In other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Ach, Petrus ist ein... Ach so, cool. Ja, Vasco. Ich muss Kurt schon wieder zurücklassen. Oh. Weil ich hab ja... Petrus jetzt. What can I do for you, my child? What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Teleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. Okay. I will see you later, Father. Take care, my child. Ja, müssen wir mal gucken. Wir nehmen ihn jetzt erstmal mit. Oh, es ist so dunkel wieder. Wir sehen kein bisschen. Wir müssen, glaube ich, schlafen, oder? Nee, das ist jetzt nur da drin so dunkel gewesen. Okay. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mich um die ganzen Fragezeichen zu kümmern. Und ja, hier Untergeschoss. Erster Stock ist... Oh, hier hinten. Dann gehen wir nochmal zurück. Bevor wir runtergehen, gehen wir nochmal zurück. Ach Mann, warum kann ich denn diese scheiß Fragezeichen nicht... Ja, toll. Hier ist nach oben gehen. Klasse. Das andere brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel für, oder? Doch nicht. Normalerweise wird man ja gar nicht reingelassen, ne? Hier in so Büro, ne? Ich wäre normalerweise nicht erlaubt gewesen, aber gut. Das haben die halt in dem Spiel nicht eingebaut. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt... runter wieder. Einen Moment. So. Ne, erstmal hier. Da sind nämlich auch noch Räume. Die gehen wir jetzt... Ne, doch nicht. Ich dachte, die kann man abgehen. Doch, die. Ah, okay, hier kann man wieder beten. Hier kann man auch nicht weiter. Okay. Ja, dann gehen wir da jetzt runter. Vorne war das, ne? Aber warte mal, wir haben ja... Nee, die Leiter ist runtergefallen. Okay. Das heißt, da kann man sowieso nicht hoch. Aber dann habe ich das auch erledigt. Guck mal, hier kommt man, glaube ich, nicht lang. Ne? So, dann haben wir nur noch hier... Ob wir was finden oder nicht, ich weiß es nicht. Oder vielleicht sind auch einfach nur diese ganzen Fragezeichen. Ja, hier kommt man wieder nach oben, ne? Ne, hier von da kamen wir. Gehen wir jetzt hier durch, hier hinten nochmal hin. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin, darauf. Hier sind nur so Räume, wie auch in der... Also der Aufbau dieser Paläste sind... ist locked. Ah, okay. Also der Aufbau dieser Paläste ist eigentlich immer gleich. Ja? Und ich glaube, die Fragezeichen sind einfach nur da, um die Sachen hier aufzudecken. So, wir haben auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall Quests. Gelang ins Tor, ja. In der neuen Welt. Trifft dich mit dem... Brückenallianz. Okay, das sind die Hauptquests. So, hier. Ach du meine Güte. Lager, ja.
Da haben wir noch. Doch, da haben wir Notizen gefunden. Ulans Angebot nach Hinkmeck, ja, unter Phantomen. Ah, okay, ja. Und das Familientreffen. Ich glaube, ich würde gerne mal das dann nachgehen jetzt. Weil wir haben ihn sonst die ganze Zeit bei und können nicht frei entscheiden, wenn wir mitnehmen wollen. Und was machen wir jetzt? Ja. Wobei, wenn wir jetzt reisen... Ja, hier ist ja eh nichts mehr, ne? Wir müssen jetzt hier hin. Kann man hier hinreisen? Nein. Nein, man muss dann praktisch... Oh, hier ist etwas... Ein Ausrufezeichen, seht ihr? Gut, dann gehen wir da jetzt mal erst nach Hause. Von da aus kann man ja auch reisen, ne? Von da aus lässt sich ja auch reisen. Kann das sein, dass die Siora irgendeine Aufgabe hat? Dass deswegen dieses Ausrufezeichen da ist? Warte mal, bin ich hier richtig? Nee. So, hier ist unser Zuhause. Oh. Brief des Sekretärs der Botschaft. Eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft und bat darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln, wo sie hoffen, auf euch zu treffen. Sie erschienen mir mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig. Deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Meine hochachtungsvollen Grüße. Okay. Aber dann müssen wir Siora mitnehmen. Vasco lassen wir hier. Und wir nehmen den Petrus zwar mit. Habe ich hier was drin? Nee. So, nee, was herstellen will ich jetzt noch nicht. Also, wir müssen... Ja, Petrus... Ne, Vasco... Ah. Wir nehmen. So. Den Petrus nehmen wir dann später mit. So. Aber zuallererst schlafen wir. Weil das ist echt im Dunkeln doof. So. Morgendämmerung. Sehr schön. Ja gut, dann... Achso, wartet mal. Dann machen wir jetzt erstmal... Wir müssen erstmal raus und dann müssen wir ja die Quest erstmal gucken, wo das ist. Und das dann aktivieren. So. Hier. Und genau da ist kein Lager. Aber gut, dann rennen wir schnell. So, und zwar... So, oh. Wo gehen die denn alle hin? Ich hoffe nicht da auch hin, wo ich hin muss. Hier hinten. Ja. So. Dass man nur eine Aufgabe von der bekommt. Ich dachte, man bekommt da jetzt ein paar mehr. Das ist schon wieder ein neues Vieh. So, speichern, bevor wir dem näher kommen. Man weiß ja nie. Please. I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugay the Blau. The one we wanted to talk to. Ja, warum sprecht ihr dann nicht? I came following the instructions you had left the secretary of our embassy. But I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a woman different from the other Enaixe amongst the Lugayed Blau. Someone
who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I'm in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Sons who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounced the truth and praised the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed them, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of captives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it. Or the suns will keep burning our people. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Ist aber schon geil. Ich musste die ganze Zeit das Lachen verkneifen. Also gehen wir jetzt zu dem sein Haus hin und suchen nach weiteren Worten. Geil. Ja. Ach so, das ist da, wo wir waren. Na gut, wir gehen jetzt weiter rein und dann kann das... Ne, hier, wir müssen rechts und dann links, rechts, links. Ja, werde ich schon irgendwie finden, wir werden schon. Jo. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja gut, aber es ist Wald, ne? Wahrscheinlich ist es deshalb so dunkel. So. Aber da kann man mal sehen, ne? Klar, wir sind jetzt an den Orten doppelt, aber so weiß man genau, wie man da hinkommt, wo das ist und, ne? Zumindest halbwegs die Begebenheiten. Ne? Aber es ist so geil, wir suchen jetzt nach weiteren Worten. So. Ich glaube, das war jetzt hier rum. Rechts. War das jetzt rechts unten oder rechts oben? Führt, glaube ich, beides nach oben, oder? Gucken wir mal. Hier unten sind wir noch nicht lang, aber da kommen wir, glaube ich, auch hin, wo wir hinwollen. Stopp. Ach so, und ich glaube, Banditen haben wir in der Stadt nachts. Wo man dann, aber eigentlich wissen wir ja schon, wo das Lager ist, ne? Weil wir haben ja schon ein Lager gefunden, wo man uns keine Antwort gegeben hat und so. Ist da was passiert? Bist du hingefallen? Greetings. Have a nice day. Ja, da ist eine Bank. Wieso sitzt du dich da auf dem... Naja. Lock. Das mal eine gute. You know how much the Ordo Luminous dislikes the knots. Wartet mal. If they catch us here, I'm in big trouble. Ah, okay, dann ja, wollen wir uns beeilen. Ich will nur gucken, ob hier oben noch was ist. It's a key. Most likely the key to a chest with the emblem of the Ordo Luminous. Let's keep it.
If we discover the location of this chest, there's sure to be some interesting things in it. Im Haus hat er Claudius gefunden, Brief. Lass mich dir zu deiner Arbeit und deinem unerschütterlichen Einsatz für unser Bekehrungslager gratulieren. Durch dich und deine Hingabe konnten wir viele Wilde ins Licht führen. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Möge der Erleuchtete dich schützen, Inquisitor Honorius. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had. In the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. The key we found must open this chest. Let's leave. Let's go and see what it contains. Hey, you. Oops. Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desardes. I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? My status is the reason why the Mother Cardinal asked me to investigate. She wants to know where Father Claudius might have disappeared to. I offered to go to his home to see if I could find some information. Hence why I'm here. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you'd like us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. This man is a monster, like the other Red Sons. Did you see the way he looked at me? I'm certain that he didn't believe you. He will probably come back. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Ja gut, aber... Naja, ob ich jetzt hier hingehe, dann kann ich auch gleich... Kann man geradeaus durchgehen und dann hier hin? Nein. Wir gucken jetzt mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Oder? Ja, aber wir müssen ja gleich durch hier. So. Huch! Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich mach's kurz. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.